Wenn du denkst, dass es schwierig ist, sich in Deutschland selbstständig zu machen, also ein Einzelunternehmen zu gründen, dann heißt das vor allem eins: Du hast wahrscheinlich noch keine GmbH gegründet. Der Gründungsprozess einer GmbH ist wirklich komplex, um es mal so zu sagen. Das heißt, du musst wirklich einige Runden drehen und du brauchst einige Dinge, um die du dich kümmern musst. Und damit du da nicht die Übersicht verlierst, habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein Video auf, wo ich Schritt für Schritt innerhalb von 11 Schritten erkläre, wie du zu einer GmbH kommst, mit der du loslegen kannst zu arbeiten. Und zwar musst du dir erstmal klar werden, wer Gesellschafter und wer Geschäftsführer wird. Eine GmbH ist eine juristische Persönlichkeit. Das heißt, dein Unternehmen und du, ihr habt eine unterschiedliche Rechtspersönlichkeit. Das ist bei einem Freiberuf beispielsweise überhaupt nicht der Fall. Da bist du dein Unternehmen und wenn jemand was von dem Unternehmen will, dann kann er zu dir gehen und so weiter. Das Ganze ist bei Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel einer GmbH anders. Man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen wie so ein minderjähriges Kind. So ein minderjähriges Kind kann auch nicht alles frei entscheiden, sondern braucht einen Erziehungsberechtigten, einen Elternteil. Und deine GmbH braucht auch einen Elternteil. Nur heißt das dann nicht Elternteil, sondern Geschäftsführer. Das bedeutet, dass bei einer GmbH der Besitz dieser GmbH, also der Inhaber dieser GmbH und ja, das Elternteil durchaus auf zwei unterschiedliche Personen entfallen kann. Wenn du einfach alleine eine GmbH gründen möchtest, kannst du das Ganze natürlich auch in Personalunion machen. Also du kannst 100% Gesellschafter sein und der Geschäftsführer. Aber die Entscheidung ist der erste Schritt, weil sonst funktionieren die ganzen Schritte danach auch nicht. Und ehrlicherweise liegt einer der Vorteile bei einer GmbH auch daran. Du kannst mit ganz vielen Leuten zusammen auch eine GmbH gründen oder jemanden 10% oder 26,73% an deiner GmbH abgeben. Wichtig ist nur für den ersten Schritt, du solltest dir klar darüber werden, wer Gesellschafter und wer Geschäftsführer werden soll. Wenn du bei diesem Punkt Klarheit hast, kannst du mit dem zweiten Punkt weitermachen. Und zwar brauchst du einen Gesellschaftsvertrag, eine sogenannte Satzung. Das ist so ein Vertrag, da sind alle wichtigen Dinge in Bezug auf die Gesellschaft geregelt. Also zum Beispiel, wie heißt diese Gesellschaft? Wo ist die Adresse dieser Gesellschaft? Aber auch sowas wie, was ist eigentlich der Firmenzweck? Also was soll diese Gesellschaft, also diese GmbH, eigentlich irgendwann machen? Und mit wie viel Kapital ist sie eigentlich ausgestattet? Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Für eine GmbH brauchst du immer mindestens 25.000 Euro Stammkapital. Das heißt, mit weniger kannst du keine GmbH gründen. Du kannst aber auch mit 50.000, 100.000 oder 6 Millionen eine GmbH gründen. Wichtig ist nur, es müssen mindestens 25.000 sein. Und diesen Vertrag, also diese Satzung, würde ich von einem Anwalt erstellen lassen. Natürlich kostet das ein bisschen was. Wenn du allerdings alleine eine GmbH gründest, also 100% Gesellschafter bist und idealerweise auch Geschäftsführer bist, dann kannst du ehrlicherweise auch ein Musterprotokoll wählen. Das heißt, es gibt so ein Vertragsmuster für ganz einfache GmbH-Gründungen und wenn du es alleine machst, dann ist das sehr, sehr einfach. Dann kannst du das sogenannte Musterprotokoll nehmen. Das findest du, wenn du einfach googelst nach GmbH-Musterprotokoll. Das kann ich dir persönlich empfehlen, wenn du einfach alleine eine GmbH gründest, dann sparst du dir die ganzen Anwaltkosten. Wenn du allerdings mit anderen Leuten zusammen gründest, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, dass du das Geld in die Hand nimmst und so einen Vertrag zusammen mit einem Anwalt aufsetzt, weil dann kann es immer zu Streitigkeiten kommen und manchmal ist das nachträgliche Ändern von so einer Satzung relativ schwierig, wenn ihr euch nicht einig seid. Wenn du halt 100% der Geschäftsanteile besitzt, dann kannst du diese Satzung halt jederzeit auch einfach selbst ändern lassen. Du musst dich ja mit niemandem abstimmen. Und wenn du diese Satzung, also diesen Gesellschaftsvertrag hast, dann kommen wir zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist ein Notartermin, weil dieser Gesellschaftsvertrag muss notariell beurkundet werden. Ja, tatsächlich auch, wenn du alleine gründest, also du 100% Gesellschafter bist und du mit einem Musterprotokoll gründest. Auch dann brauchst du einen Notartermin. Dann gehst du einmal zum Notar, der Notar liest den ganzen Vertrag einmal vor. Er prüft deine Personalien, das heißt, du solltest für diesen Notartermin unbedingt immer einen Lichtbildausweis, also deinen Ausweis dabei haben. Führerschein reicht nicht aus. Und dann beglaubigt der Notar diesen Vertrag. Für diesen Termin musst du so mit Kosten rechnen, so zwischen 500 und 700 Euro etwa. Wichtig ist, dass du dich relativ früh um diesen Termin kümmerst, denn bei Notaren dauert es manchmal, bis du überhaupt einen Termin bekommst. Und wenn du es eilig hast mit deiner Gründung, dieser Gründungsprozess dauert ja sowieso eine ganze Weile, dann solltest du dich lieber ein bisschen früher als zu spät
um diesen Notartermin kümmern. Und anschließend hast du diesen beurkundeten Gesellschaftsvertrag. Das bedeutet aber bei weitem noch nicht, dass deine GmbH jetzt existiert. Denn diese GmbH muss eingetragen werden im Handelsregister. Das ist am Amtsgericht so ein Register mit allen Gesellschaften. Und deine GmbH muss da eingetragen werden. Und das übernimmt der Notar auch für dich. Das macht er jetzt allerdings nicht einfach so, denn du musst dem Notar nachweisen, dass du das Kapital eingezahlt hast. Also diese 25.000 Euro. Das Problem ist allerdings, du kannst erst jetzt mit diesem beurkundeten Gesellschaftsvertrag zu einer Bank gehen und ein Bankkonto eröffnen. Und das ist auch der vierte Schritt. Das heißt, nach dem Notartermin nimmst du diesen Gesellschaftsvertrag, gehst zu einer Bank und eröffnest ein Bankkonto. Ganz, ganz wichtig, du solltest vorher schauen, dass die Bank tatsächlich auch Gesellschaften in Gründung akzeptiert. Das heißt, dass sie Konten eröffnen für niegelnagelneue Gesellschaften. Und die offizielle Firmierung ist dann tatsächlich auch GmbH IG, steht dann für in Gründung. Das heißt, du eröffnest mit dieser GmbH in Gründung ein Bankkonto und zahlst dann das Kapital auf dieses Bankkonto ein. Hier ein wichtiger Hinweis, du musst tatsächlich nicht 100% des Kapitals einzahlen. Also wenn du mit 25.000 Euro Stammkapital gründest, musst du nicht 25.000 Euro einzahlen, sondern nur die Hälfte. Also du musst einmalig 12.500 Euro auf dieses Konto überweisen und den Nachweis, dass dieses Geld jetzt auf dem Konto dieser GmbH in Gründung liegt, diesen Nachweis, den schickst du dann an den Notar. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Schritt, also dem fünften Schritt, und zwar der Eintragung im Handelsregister. Denn der Notar, der bekommt ja die Einzahlungsbestätigung bei dieser GmbH, hat die beurkundete Satzung, hat eine Gesellschafterliste, wo drauf steht, wem diese Gesellschaft gründet, erkennt dich und mit diesen Informationen geht er jetzt zum Amtsgericht, also virtuell gesehen, und lässt die GmbH eintragen. Tatsächlich kann es bei umfangreicheren Gesellschaften durchaus dazu führen, dass das Amtsgericht noch Rückfragen hat oder irgendwelche Dinge bemängelt. Und dann geht es noch mal so ein bisschen hin und her. Das heißt, das Ganze kann tatsächlich sich ein bisschen auch in die Länge ziehen. Wenn das eine einfache Gründung nach Musterprotokoll ist, dann gibt es da aber in der Regel keine Probleme und dann dauert das so 1 bis 2 Wochen noch einmal, bis deine Gesellschaft tatsächlich im Handelsregister eingetragen ist. Und dieser Schritt kostet natürlich auch noch mal ein kleines bisschen. Also der Notar wird dir eine Rechnung schicken in Höhe von 100 bis 200 Euro für die Eintragung im Handelsregister und auch vom Amtsgericht bekommst du einmal ja so eine Rechnung in Höhe von so 100 bis 200 Euro. Das heißt, wenn du all diese Kosten zusammenrechnest, dann kann man so sagen, so eine GmbH-Gründung kostet so knapp 1000 Euro. Wichtig, ohne die Erstellung des Gesellschaftsvertrags. Das heißt, die Gründung nach Musterprotokoll kostet dann ungefähr 1000 Euro. Warum ich diese Kosten so anspreche, ist, sobald du im Handelsregister eingetragen wirst, wirst du wahrscheinlich geflutet mit irgendwelchen Fake-Rechnungen und irgendwelche Unternehmensregistern und so weiter. Kein Scherz, ich habe bei meiner letzten GmbH-Gründung ungefähr 20 Briefe bekommen von irgendwelchen Registern und so weiter. Weil du im Handelsregister ja sowas wie öffentlich bist, versuchen eine ganze Reihe von Betrügern, dir irgendwelche Rechnungen zu schicken, die alle ehrlicherweise ziemlich glaubwürdig aussehen und dich auffordern, irgendwie Gelder zu bezahlen. Du solltest wirklich ganz, ganz genau darauf schauen, was du bezahlst. Wenn du dir da unsicher bist, frag lieber einmal den Notar, ob die Rechnung, die Kostennote oder wie das alles heißt, tatsächlich legitim ist. Und überweise bitte nur die Rechnungen vom Notar und vom offiziellen Amtsgericht. Alle anderen Dinge kannst du bitte ignorieren. Und ich sage das so explizit, weil das gehört wahrscheinlich so zu den Gründungsfails. Wahrscheinlich hat jeder zweite GmbH-Gründer irgendeine Rechnung bezahlt, die man da nicht hätte bezahlen müssen. Und das Geld anschließend wiederzubekommen, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und wenn du das Ganze überstanden hast, dann kann ich dich beglückwünschen, dann ist deine GmbH rechtlich gegründet. Das heißt, dann bist du Besitzer und jetzt in meinem Beispiel auch Geschäftsführer einer richtigen GmbH. Aber damit kannst du natürlich noch nicht loslegen. Du hast jetzt diese juristische Person gegründet. Du bist sowohl Elternteil als auch Besitzer dieser GmbH. Aber um wirklich irgendwie tätig werden zu können, brauchst du noch eine Gewerbeanmeldung. Und das machst du dann wieder bei der zuständigen Gemeinde. Also
da, wo du tätig werden bist, meistens geht das inzwischen auch online, meldest du einfach ein Gewerbe an. Ich habe auch schon mal eine Anleitung aufgenommen, wie man Gewerbe anmelden kann. Das funktionierte bei einer GmbH eigentlich 1:1 genauso wie beim Einzelunternehmen, nur dass du bei der Rechtsform halt GmbH auswählst. Das heißt, das wäre dann der erste aktive Schritt mit der GmbH. Und wie wir es eigentlich auch von Einzelunternehmen kennen, meldet man sich nach dem Gewerbeamt direkt beim Finanzamt an. Das heißt, auch als GmbH musst du einmal die steuerliche Registrierung ausfüllen. Genauer gesagt, du musst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Da gibst du eine ganze Reihe an Informationen an, Adresse, Geschäftszweck, erwartete Umsätze und so weiter. Und du hast noch eine ganze Reihe an Wahlrechten. Was da wichtig ist, ist, dass du auf jeden Fall eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer direkt in diesem Fragebogen beantragst. Und mit dieser steuerlichen Registrierung solltest du dich auch beeilen, denn als Antwort auf diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bekommst du dann deine Steuernummer zugeteilt. Und diese Steuernummer, die brauchst du, um sie auf deine Rechnungen zu schreiben. Das heißt, erst wenn diese Anmeldung durch ist, kannst du überhaupt irgendwie anfangen, tatsächlich Rechnungen zu schreiben. Und dann gibt es anschließend noch eine ganze Reihe an weiteren Behörden, Institutionen und so weiter, wo du dich anmelden musst. Und damit kommen wir zum achten Schritt, und zwar der Anmeldung bei der IHK oder der Handwerkskammer, das heißt der zuständigen Kammer. Es gibt für die allermeisten Branchen eine Pflichtmitgliedschaft für die IHK. Das heißt, da musst du dich dann halt anmelden und musst die Beiträge entsprechend bezahlen. Da kommst du leider nicht heraus. Und außerdem solltest du, und das ist der neunte Schritt, dich bei der Bundesagentur für Arbeit registrieren. Dann bekommst du von der Bundesagentur für Arbeit eine Betriebsnummer. Und mit dieser Betriebsnummer kannst du Angestellte haben. Warum ist das Ganze so wichtig? Eine GmbH hat, ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, eine eigene juristische Persönlichkeit. Das heißt, du darfst als Inhaber einer GmbH nicht einfach hingehen und Geld von dem Konto dieser GmbH nehmen. Du bekommst das Geld aus dieser GmbH im Wesentlichen eigentlich nur auf zwei Wege. Entweder indem du dich anstellst als Geschäftsführer und dir selber ein Gehalt auszahlst oder indem du einen Gewinn ausschüttest. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, von Anfang an diese Betriebsnummer von der Bundesagentur für Arbeit zu haben, sonst kannst du dich nämlich gar nicht in deiner GmbH anstellen. Auch beim zehnten Punkt geht es um das ganze Thema Mitarbeiter, also im Zweifel auch für dich selbst. Und zwar geht es um die Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft. Die Berufsgenossenschaft ist die gesetzliche Unfallversicherung und auch da musst du dich einmal anmelden, damit das ganze Thema mit den Gehaltsabrechnungen sauber durchläuft. Und dann gibt es zum Höhepunkt, also im 11. Schritt, noch ein Register, wo du dich anmelden musst. Diesen Schritt gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange und deswegen findet man den auch gar nicht in so vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die man so irgendwo finden kann, weil es dieses Register einfach noch gar nicht so wahnsinnig lange gibt. Und zwar rede ich vom Transparenzregister. Das heißt, du musst deine GmbH einmal beim Transparenzregister anmelden. Das Transparenzregister ist dafür da, damit man herausfinden kann, wer am Ende tatsächlich wirtschaftlich berechtigter in dieser Gesellschaft ist. Also wer steckt am Ende eigentlich hinter dieser Gesellschaft? Das hat so Geldwäschevorschriften und so weiter. Das Ganze wird hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Wenn dich das ganze Thema Transparenzregister interessiert, dann schreib mir gerne einen Kommentar, dann kann ich dazu vielleicht einfach mal ein separates Video aufnehmen. Wichtig an dieser Stelle ist nur, du musst dich da auf jeden Fall einmal anmelden. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Und wenn du diese 11 Schritte geschafft hast, dann kann ich dich beglückwünschen. Dann hast du einmal diese juristische Persönlichkeit gegründet und sie in einen Zustand versetzt, dass du anfangen kannst zu arbeiten. Also Rechnungen schreiben, dich selbst anstellen kannst und so weiter. Dieser ganze Prozess dauert, je nachdem, wie schnell die ganzen Behörden arbeiten. Wie gesagt, du hast mit einem Notar zu tun, mit dem Amtsgericht, mit dem Gewerbeamt, mit dem Finanzamt, mit der Bundesagentur für Arbeit und so weiter. Das Ganze kann sich schon Wochen hinziehen. Relativ schnell bist du, wenn du das Ganze in 4 Wochen komplett abgeschlossen hast. Realistischer sind da so eher 6 bis 10 Wochen meiner Erfahrung nach. Und dieser ganze Prozess kann natürlich deutlich umfangreicher werden, wenn du mit anderen Gesellschaften, also mit anderen Mitgründern zusammengründest. Das Ganze wird aber hier vollkommen den Rahmen sprengen. Aber wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn ich sehe, dass es da so ein paar Themen gibt, die besonders häufig gefragt werden, dann kann ich dazu natürlich auch gerne nochmal ein Video aufnehmen. Und natürlich, und darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, musst du jetzt eine laufende Buchhaltung machen und auch noch laufend Steuererklärungen machen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann findest du einige Tool-Empfehlungen und auch
auch Empfehlungen für Dienstleister unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke dir das Ganze aber auch gerne noch einmal hier. Und du solltest natürlich unbedingt diesen Kanal abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Oder du schaust einfach direkt ein paar Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.